Genau, bei den Geröllhaufen war ich überall. Genau, da war der Regenerationsschrein. Ja, ich bin fast da, wo ich hin will. Laufen wir hier hoch und mal gucken. Siehst du wohl. Ein weiterer Gegner. Okay. Na gut, ein Schrein. Ein Schrein ist kein Geheimnis. Verdammtis. Denn der ist zum Schreien. Wir hatten aber noch... Ich bin ja hier hochgegangen und da habe ich unten dann noch irgendwelche Spinnen gesehen. Zu denen ich aber nicht hinkam. Würde ich da gerne nochmal ganz kurz zurückgehen. Auch wenn ich damit schon wieder das Let's Play irgendwie in die Länge strecke, aber ist mir egal. Ist mir jetzt einfach mal egal. Komme ich hier vielleicht irgendwo hin? Nein. Da haben wir aber eine Kiste, ich habe sie gesehen. Da dachte ich eigentlich, wäre hier lang gegangen, oder zumindest hätte ich geguckt. Oh nö. Yay. Erfahrungspunkte zum Mitnehmen. So. Mit Level Up. Wupp-ti-du-di-du. Wir kriegen Transmutation. Transmutation erlaubt es dir, deine Gegenstände zu verbessern oder neue Gegenstände zu erschaffen, indem du verschiedene Dinge kombinierst. Du kannst deine Gegenstände im Schloss transmutieren. Vergiss nicht, die grundlegenden Transmutationsrezepte im Kodex nachzuschlagen. Okay. Zusätzlich bekomme ich hier, was? Keine Ahnung, rote Farbe? Transmutation verwenden, um die Farbe deines Kostüms zu verändern. Aha. Dann nehmen wir mal rot. Rot ist immer eine schöne Farbe. Wunderschön. Ja? Schade, es wird mir auch nicht per Mauszeiger dann irgendwie angezeigt, was da für ein Gegner auf mich wartet. Nee, komme ich nicht da irgendwie durch? Nee. Nee. Alles muss doch hier irgendwie in die Grube gehen, oder? Oder? Sag schon, oder? Ich soll hier einfach runterspringen. Ach so. Waghalsige Sprünge hier. Kriegen wir hier auch nochmal ein Geheimnis. Vernichtender Hammer des Widders. Und nun die erstaunlichen springenden Spinnen. Yay, wie bei mir zu Hause. Wie sie ihre grauen, erregenden Dämonenkräfte nutzen, um den Gesetzen der Physik zu spotten. Wow, toll. Wie bei mir zu Hause. Was? Ja. Alter. Könnte ätzend sein. Loot, 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 loot. So, damit haben wir jetzt alle Herausforderungen auf dieser Map quasi erledigt. Das freut mich ja dann doch schon so ein bisschen. Aber es gibt ja noch mehr Gegner. Hier lassen wir sie nicht aus den Eiern schlüpfen. Bis auf die eine hier. Die natürlich auch ein Tyrann sein musste. Wie soll es noch sonst sein? Komme ich hier noch irgendwo hin? Nein. Okay. Gut, dann haben wir es aber, glaube ich, wirklich. Wird auch Zeit. Gucken wir nochmal, wo wir jetzt hier über die Brücke vielleicht hinkommen würden.
Aha. Aha, aha. Ah, okay. Hier sind wir an der Stelle, wo ich vorher das dachte, so, können wir da hochspringen? Nö. Gut, dann können wir uns jetzt um die Hauptquest weiter kümmern. Und irgendwie in die nächste Gruft da irgendwie rein. Ja, alles erledigt. Bis auf halt die drei Geheimnisse, die ich nicht gefunden habe. Aber man kann auch nicht alles finden. Und ich bin in Geheimnisfinden sowieso eigentlich sehr, sehr schlecht. Na, gründlich absuchen und ich, ne? Wir sind zwei Feinde. Bisschen wie ich und Spinne. Ja, ich spinne, ja, aber trotzdem. Ihr wisst, was ich meine. So, auf in die Ruinen des Wachturms, was? Erschlage Monster mit dem Fluch Bösartigkeit. Das war... Mit dem... Sie machen mehr Schaden, ne? Schlage Monster innerhalb von 120 Sekunden. Töte untote Pyromanten mit Overkill. Erschlage das Verderben. Wahrscheinlich ein Boss. Oder, ja, Ramop, whatever. Erschlage Monster ohne Schaden zu nehmen und ohne Dämonenkraft einzusetzen. Sowieso nicht. Okay, warte mal, wir machen mal ganz kurz. Monster erzeugen bei Treffern 50% mehr Schaden und lösen mit kritischen Gruppe für 2 Sekunden aus. Gut, nehmen wir mal. Ja, bis wir halt dann 40 Monster beseitigt haben. Dieser Ort ist mit dem Makel der Untoten befleckt. Ne, ist nicht wahr. So. Ist ja gut. Ist ja gut. Hallo. Hallo. Du nervst ein bisschen, Kollege. Oh Gott. Ich brauche einen Heal. Ich brauche einen Heal. Das ist keine Übung. Ich brauche einen Heal. Na, noch eine Sekunde. Kriegen wir hin. So. Okay, effiziente Sense des Glücks. Whoop-ti-doo. Das erste Mal, dass ich einem Phantom gegenüberstand, verwechselte ich es mit einem normalen, umherziehenden Geist. Die Narben dieses Irrtums trage ich bis heute. Okay. Yay, Overkill erreicht, yay! Achso, ach ja, wir haben immer noch irgendwas unter Zeit. Ist ja toll. Ich brauche noch 10 Gegner. Mal eben schnell. Betonung auf irgendwie schnell. Ja, das kann ich knicken. Aber halt, ne, weil ich sie auch unbedingt stärker machen musste. Respawn. Und das würde ich dann vielleicht nochmal machen, einfach um das Zeitlimit irgendwie zu knacken. Weil eigentlich ist es halt machbar. Nur aufgrund des Traits und so was, also den Fluch, die Behinderung, so eine Sache. Tür? So, du bist das Verderben, ja? Wenn okay. Sie irre werden, sollen sie die Wahrheit sehen. Kacke. Wenn sie sinken ins Meer, sollen sie auferstehen. Wenn die Liebenden fallen, die Liebe fällt nicht. Wieso hat ihr jetzt ab? Und dem Tod soll kein Reich mehr bleiben.
Wieso hat dieser Zar Boromir dieselbe Stimme Solange wie der Fluch wie die Stimme. Über Zagoravia weiter Bestand hat, wird der Tod diese armen Seelen nicht erreichen können. Sie sind dazu verdammt, sich immer wieder neu zu farmen und als Untote zu erheben. Okay. Da komme ich nicht durch, ne? Will ich auch wahrscheinlich gar nicht. Aber na gut, haben wir zumindest drei von den ganzen Dingern geschafft. Das eine mit dem Zeitlimit würde ich halt dennoch gerne machen. In 2 Minuten mal eben schnell durchrennen, aber halt, ne, mit ohne Flüchen. Das war ja nicht so verkehrt. Da muss ich einmal ganz kurz das hier wegmachen. Ja. Und dann, keine Ahnung, gehen wir da nochmal rein. Dieser Ort ist mit dem Makel der Untoten befleckt. So. Das ist Ditte. Das erste Mal, dass ich einem Phantom gegenüberstand, ja, den Text kennen wir schon. Mit einem normalen, umherziehenden Geist. Ah, okay, das Ding ist unverwundbar. Dieses Irrtums trage Gut, dass ich das jetzt auch mal merke. Kacke. Aber ich habe eigentlich noch genügend Zeit, dass ich das hier schaffen kann. Eigentlich. So. Und reinhalten. Immer schön reinhalten. Wenn sie irr werden, sollen sie die Wahrheit Mit Level Up, perfekt. Wenn es kam jetzt sehr entgegen. 120 Sekunden Meer, geschafft. Sollen sie auferstehen. Ja, ja. Wenn die Liebenden fallen, die Liebe fällt nicht. Und dem Tod soll kein Reich mehr bleiben. Okay, ich gehe mal. Der Geist hat recht. Solange der Fluch über Zagoravia weiter Bestand hat, wird der Tod diese armen Seelen nicht erreichen können. Sie sind dazu verdammt, sich immer wieder neu zu farmen und als Untote zu erheben. Ja, ne, lief doch weitestgehend eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Eigentlich. So, jetzt machen wir nochmal ganz kurz Level Up. Plus einen Schicksalspunkt. Ist super. Boah. Hör mal, der Hammer. Weil so toll ist er gar nicht, ne? Guck mal ganz kurz. Wir haben doch hier schon einen anderen Hammer. Ja, ne. So toll ist er gar nicht. Wir haben einmal den Hammer hier. Das ist voll der Hammer. Den Hammer hätten wir auch noch. Da ist unser neuer Hammer des Widders nochmal ein bisschen besser. Wir müssen mal echt bei der Gelegenheit hier Sachen verkaufen. Bei Gelegenheit. So, und sonst hier haben wir auch nur Schrott. Okay. Ganz kurz hier die Karte drehen, damit ich wieder die Orientierung habe und mich auch hier ein bisschen des anderen hier anpassen kann. Also das ist Schrott, das ist auch Schrott, wir nehmen die Geschenkekiste. Was haben wir gekriegt? Muss ich aufmachen, ne?
Noch nicht? Doch, da. Ui, Vampir. Haben wir noch so eine Kiste? Zack. Noch ein Dingens. Eine Karte. Erhöht den Schaden von Dämonenkräften und die Dauer. Okay. Okay, ich gehe da mal. Auf in die nächste Grotte.